Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Wir sind tief unter der Oberfläche der Erde von Tau Volantis und in einer Alien-Stadt, in der wir die Maschine finden werden. Und diese Maschine benutzen wir, um den Geschwistermond oder den Mond oder was auch immer das ist zu zerstören, der von Anfang an versucht hat, durch die Konvergenzen, die die Marker ausgelöst haben, sich zu vervollständigen. Und das müssen wir verhindern. Leider habe ich keine Ahnung, wo Carver steckt. Er ist irgendwie von uns getrennt worden. Und diese Architektur hier in diesen Ruinen sieht wirklich sehr, sehr gruselig aus. Außerdem haben wir hier überall die Leichen von diesen Aliens und Markersymbole. Genau wie die Menschen haben sie die Marker offenbar angebetet, bis es zu spät war. Ich würde mal sagen, das ist eine ziemlich geile Waffenkombination, die wir da gerade haben. Wir haben diesen Alien oder dieses Alien ziemlich einfach zerpflückt. Obwohl das so ein Riesen-Oschi ist. Der bringt auch einfach mal 30 Wolfram. Aber der Schaden unserer Javelin-Gun ist halt auch unmenschlich hoch. Ist die Frage, müssen wir da oben lang? Müssen wir. Aber wir können auch hier lang. Was ist denn hier? Das ist interessant. Zu den Ausgrabungsdienst gehörten einige unserer klügsten Archäologen und Soldaten. Was mit ihnen hier unten passiert ist, dient uns allen als abschreckendes Beispiel. Was hat sie zu einem solch extremen Verhalten geführt? Zu solcher Verderbtheit und Gewalt? Ich habe ihre Leichen im Auffangraum beschlagen. Sie dort hoffe ich, Antworten zu finden, nicht nur hinsichtlich ihres Ablebens, sondern auch bezüglich des Artefakts, das sie in den Tiefen entdeckten. Verstehe. Wir haben hier also eine optionale Mission noch so tief unten, die wir natürlich machen werden. Ich auch hoffe mir jetzt hier natürlich, dass die Gebiete mal ein bisschen anders aussehen innerhalb dieser Alien-Stadt. Wobei das auch schon wieder eher nicht den Anschein macht. Es ist teilweise schon etwas seltsam. Es mutet wirklich etwas seltsam an, wie sie das hier gemacht haben mit den optionalen Missionen. Also die sind ehrlich gesagt wirklich nicht das Highlight dieses Spiels. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Das ist auf jeden Fall nichts, was mich dazu bringen würde, dieses Spiel zu spielen. Also die optionalen Missionen auf jeden Fall nicht. Okay, hier können wir nichts mehr machen. Waffen-Upgrades, da sind wir eigentlich... Da sind wir schier. Wir können theoretisch hier jetzt noch was reintun, auch wenn ich da den Sinn nicht großartig sehe. Nachladen, Schaden, hier noch irgendwas Cooles. Nachladen, Feuerrate. Schaden, Clip. Clip und... Torque-Stangen haben wir auch noch genug. Das sieht auch gut aus. Das Einzige, was man hier vielleicht mal machen könnte, ist noch ein paar Munitionskips herstellen. Und eventuell können wir ja noch den einen oder anderen Sucherbot hier irgendwo ablegen. Nein. Nein, 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 nein. Das ist nicht einer von diesen regenerierenden Pennern, oder? Er war nackt und zitterte, als ich ihn fand. Die selbst zugefügten Wunden, deren Sinn ich nur vermuten kann, waren tief in seiner Haut gegraben. Ich musste ihm das Artefakt mit Gewalt aus seiner kalten, weißen Hand reißen. Ein interessantes Objekt aus unbekanntem Material, das, wie es scheint, durch Geräusche aktiviert wird. Ah. Die Zeichen sind Worte, da bin ich mir sicher. Aber ohne Mittel, sie zu übersetzen, wird sein Zweck wohl ein Rätsel bleiben. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, könnte ich vielleicht andere Beispiele finden und die Sprache entziffern. Tja, Serrano, es ist die Frage, ob du diese Zeit bekommen hast. Denn wir wissen ja, was mit dir passiert ist. Leider Gottes. Textlog.
Persönliches Log Dr. Earl Serrano. Die Überlebenden des Ausgrabungsteams weigern sich zu sprechen. Es ist ungewiss, ob dies absichtlich geschieht oder die Folge des Traumas ist, das sie erlebt haben. Sie malen weiterhin seltsame Symbole an jede Oberfläche, die sie finden können. Und wenn keine Oberfläche vorhanden ist, schreiben sie auf ihre eigene Haut. Ich glaube, das ist dieses Schalt es ab, Schalt es ab, Schalt es ab, könnte ich mir vorstellen. Nach hartnäckigen Fragen, was sie da machen, hat einer von ihnen endlich mit mir gesprochen. Wir sind Zeugen der Wahrheit, sagte er. Und das werden sie auch sein. Den letzten Satz schrie er und ging mit einem Teppichmesser auf mich los. Glücklicherweise konnte ich mich retten. Mehrere Soldaten waren nötig, um ihn zu überwältigen. Anschließend wurde er an einen sicheren Ort gebracht. Crazy. Absolutely crazy. Wow. Ihr scheint Spaß zu haben. Artefakt. Lager. Das klang schon mal interessant. Geringste Ahnung, was das für ein Vieh ist. Das sieht ehrlich gesagt aus wie so ein Stöpsel, so ein überdimensionaler Stöpsel von einer Wanne oder so. What the actual. Also solche Necromorphs hatten wir glaube ich noch nicht. Ich glaube, das Ding ist auch weg. Hier haben wir auf jeden Fall einen Textlog. Das gucken wir uns natürlich auch an. Das dürfte wieder Dr. Earl Serrano sein. Jo. Als ich die Stadt zum ersten Mal sah, war ich überwältigt von all den Statuen. Sie sind wirklich überall, wo man hinsieht. Dicht gedrängt, integriert in die Architektur. Erst als ich sie mir genauer ansah, verstand ich. Es sind gar keine Statuen, sondern die Überreste dieser einst so bedeutenden Spezies. Ob absichtlich oder nicht, sie wurden zum Bestandteil einer atemberaubend komplexen Maschine. Sie haben den Bau buchstäblich mit ihrem Leben bezahlt. Ja du, lieber Earl, sie haben einiges mit ihrem Leben bezahlt, wenn ich mir das mal hier so ansehe. Die Aliens waren wirklich nicht zu beneiden. Wirklich nicht. Da kommen wir nicht lang, wir müssen also hier lang. Stasebeschichtung. Nochmal 30 Wolfram. Wow, ey. Hast du mich erschrocken? Ich bin froh, dass du nicht lebst. Das wäre sonst ein sehr gruseliges Erwachen gewesen. Links und rechts haben wir nichts. Hier geht es natürlich mal wieder nicht weiter, wir müssen also weiter runter. Okay. Mission Impossible Laser Parcours oder was? Aber so wird ein Schuh draus. Wo war denn Dr. Serrano? Ist der hier auch runtergeflitzt? Wie so ein junger Gott? Einige der Artefakte, die wir zur Untersuchung hergebracht haben, sind mit etwas überzogen, das ich nur als fossile Karfunkel bezeichnen kann. Es heißt Furunkel, Frank. Wir dachten, sie seien inaktiv, da sie seit geschätzten Millionen Jahren tot sind. Aber als sie im Anti-Schwerkraft-Transit waren, brach ein Teil der Wucherung ab. Als Crewmitglieder diese einsammeln wollten, entdeckten sie einige große Kapseln an den Wänden, in denen vermutlich etwas heranreifte. Als sie sich ihnen näherten, sprangen sie auf und das, was herauskam, war entsetzlich. Wir verloren mehrere Crewmitglieder an diesem Tag. Die Kreaturen sind seitdem im Transitschacht eingesperrt, bis wir sie untersuchen können. Der andere Schacht wurde mit Laserminen versehen, um diejenigen aufzuhalten, die uns vielleicht entkommen sind. Okay. Damit sind wahrscheinlich die gemeint, die wir sowieso schon besiegt haben. Da sind die Transit-Dinger. Oder kommt hier jetzt noch was raus? Es würde mich nicht wundern. Es würde mich gar nicht wundern. Es ist sogar eine Videonachricht.
Krieger. Okay. Brauchen wir das gleich? Aus welchem Grund auch immer? Hallo? Krieger. Dr. Krieger. Ist das nicht der Antagonist aus Far Cry? Gib ihm das D! Hämmer das D! Vor denen habe ich nicht solche Angst. Die gehen eigentlich voll klar. Auch wenn sie trotzdem nervig sind, diese Long Dong Silvers. Die Schlong... Steht auf einmal so ein Hulk Hogan vor der Tür. Das Licht bounced auch rum. Ist doch keine Disco-Lampe. Ich meine nicht, dass diese Viecher jetzt besonders stark werden, auch wenn sie so bulky aussehen. Der ist jetzt einfach durch einen Schock gestorben, oder was? Was hören wir denn da? Hä? Das wird immer lauter. Ah. Stop it. Oh, warte mal. Ha. Nice. Wenn ich mich schon durch diesen Restmüll baller, dann wollen wir wenigstens irgendwie Loot-Zeug bekommen. Mein Gott, ich dachte schon, du bist ein Neuer. Aber bist du nicht. Ja, wieder diese selben... Selbe Layout von Büros hier. What was that? Welcher Grützbeutel ist da explodiert? Letzter. Letzter. Letzter Krieger. Letzter Krieger. Oh. Okay. Wollen wir hier denn überhaupt wieder hoch? Ich weiß es nicht. Are you shitting me? Als würde ich mich jetzt mit euch herumplagen. Offensichtlich muss ich es. Thank you.
sieht diese Viecher immer so spät? Wenn selbst dieser Elektroschock reicht, um sie einfach zu töten. Ist da hinten was? Es ist was. Oder? Ja, ein Alien-Artefakt. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Persönliche Aufzeichnung Earl Serrano. Das von den Markern projizierte Signal durchdringt alles und jeden und es wirkt immer anders. Manche werden in die Raserei getrieben, andere leiden unter Halluzinationen. Wieder andere verfallen in eine Demenz und reden Kauderwelsch. Der vielleicht heimtückischste Effekt ist jedoch, dass wir nicht bemerken, dass es von uns Besitz genommen hat. Wir zeigen nach außen keine Anzeichen für Irrsinn, wir glauben, dass wir unserem natürlichen Drang folgen. Mit aller Wahrscheinlichkeit nach durchschauen wir diese Manipulation erst dann, wenn unsere fehlgeleiteten Pläne fruchten und es zu spät ist, unsere Handlungen rückgängig zu machen. Tue ich das Richtige, wenn ich dem Drang widerstehe, die Maschine abzuschalten? Habe ich recht, wenn ich glaube, dass die Maschine vervollständigt werden muss, um die Marke aufzuhalten? Oder bin ich auch nur ein Sklave eben dieser Kräfte, die jedes Leben im Universum auslöschen werden? Die Zukunft wird es zeigen. Ja, und genau das ist wirklich das Heimtückische bei diesem Signal. Oder bei dieser Marker-Indoktrination. Man merkt sie offenbar nicht. Beziehungsweise auch wenn es. Auch dann erst, wenn es zu spät ist. Das ist genau das, was er eben gesagt hatte. Das ist schon sehr heimtückisch. So, dann machen wir das. Dann machen wir this. Dann machen wir this. Dann machen wir this. Und jetzt müssen wir beide einfach nur. Perfekt. System freigeschaltet. Thank you. Puh, warum leuchtet denn das so radioaktiv? Okay. Schaden plus 2. Clip plus 2 und Schaden plus 2. Okay. Suchrobot ist da. Ich denke, eine krassere Geschichte haben wir noch nicht gefunden. Das ist jetzt gerade nicht so interessant. Schaden plus 2 und Clip plus 2. Das ist, können wir das hier verbessern? Schaden plus 2 und Clip plus 2. Ja, das ist tatsächlich das Beste, was wir bisher jetzt irgendwie... Ja. Wolfram 40. Vielleicht gibt es noch plus 3 Platinen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall krass. Irgendwo auf dieser Ebene finden wir auch nochmal hier einen Platz für einen Sucherbot. Och nö. Opfern. Opfer. Was ist das hier für ein Kuriositätenkabinett? Artefakt Ladungsverzeichnis. Feuerrate plus 2, Clip plus 2. Feuerrate plus 2, Schaden plus 2. Nachladen 2, Schaden plus 2. Okay, das sind die besten Platinen, die wir bisher gefunden haben. Wir müssen hier raus. Wir müssen sofort hier raus.
Are you fucking nuts? How the hell? Warum geht das Ding nicht auf? Sag mir jetzt nicht, dass das Ding gebuggt ist. Sag es mir einfach nicht. Sag mir einfach nicht, dass das Ding gebuggt ist. Denn es sieht verdammt danach aus. Ja, das Ding ist gebuggt. Da muss ich jetzt leider sagen, an der Stelle ist für mich auch der Spaß vorbei. Da endet für mich der Spaß bei sowas. Ja, ich bin hier gefangen. Gott sei Dank. Sonst hätte ich jetzt echt entnervt aufgegeben, denn dann hätten wir die Mission neu machen müssen. Und ihr alle wisst, was das heißt. Wenn ich mich hier zurücksetzen lasse, dann sind wir am Anfang aller Dinge und da habe ich keinen Bock drauf. Wahrlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall gruselig genug, dass wir jetzt hier diese sich regenerierenden Necromorphs in einer Hülle und Fülle getroffen haben, die ich nicht haben will. Ich glaube, fürs Erste sind wir entkommen. Und das ist auch gut so. Denn mit denen ist nicht zu spaßen. Suchen wir lieber mal Carver. Der hier auch irgendwo sein muss. Ich weiß zwar nicht genau, was das bedeutet, aber es hilft, diese Tür zu öffnen. Was für eine interessante
Architektur. Huch. Okay. Wie konnte das Ding jetzt so weit wegfliegen? Hier ist auf jeden Fall irgendwo auch eins von den Viechern. Okay. Hilfe. Nachladen 2, Feuerrate 1. Das sind noch die Schwachen. Die halten sogar 2 aus. Nicht schlecht. Müssen wir hier lang? Ich würde das fast meinen. Autsch. It's a little bit creepy. This feeling inside. Halten sie sogar teilweise 3 Schüsse von dem Teil aus. Das ist ja unglaublich. Weiter geht's. Aber Kava, wo bist du? Alter. Diese gigantischen Statuen. Ordentlich Sachen bewegen hier. Die Maschine. Die Maschine ist auf jeden Fall nicht mehr weit. Aufzug. Wir müssen auf jeden Fall einmal hier den Strom aktivieren. Jetzt hätten wir hier eine Rig-Station. Brauchen wir aber nicht. Kommen wir da oben hin? Warte mal, wie weit kommen wir, wenn wir hier hochgehen? Aktuell passiert da noch gar nichts, aber ich nehme mal an, dass diese Plattform uns direkt zur Maschine bringen wird. Schade. Keine Ahnung, wo das hinführt. Müssen wir doch noch mal zurück. Wenn ich kann, will ich den Suchrobot auch irgendwo hinstellen. Okay. Es klingt auch so, als wenn sich hier irgendetwas noch in den Wänden bewegen würde. Ein total großes Vieh. Aber wer weiß, was hier noch alles kommt. Man kann es ja gar nicht einschätzen. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier diese ganzen Platinen absetzen. Komm, Bagel nachladen.
Besucherbots. 2 Stück sind zurückgekehrt. Wahnsinn. Krass. Schaden, Zielfernrohr mit vollem Zoom, Schienenbein. Schienenbeschleuniger? Schienenbeinschützer. Mhm. Was ist das denn hier? Erweiterte Nietflinte mit hydraulischem Ausweider. Speergewehr, ja, das haben wir ja. Kann ich auch nur empfehlen, das Ding. Wahnsinnig stark. Schaden und Nachladen. Wir hatten noch, glaube ich. Warte mal, wir gucken mal eben bei Nachladen. Nachladen und Schaden. Feuerrate und Schaden. 2 Schaden und Nachladen. Da haben wir hier 2 Nachladen und... Nee, okay, das haben wir nicht. Was ist hier noch? 2 Nachladen, 2 Feuerrate. Wir können auch welche herstellen. Können noch welche herstellen. Sehr gut. Und hierfür? Schaden und Nachladen. Schaden und Feuerrate. Clip. Schaden und Clip. Schaden und Clip. Schaden und Nachladen. Schaden und Clip. So, jetzt müssen wir mal eben was gucken. Wie viel Schaden passt, also wie viel Schuss passt jetzt hier rein? 44. Und hier? 8. Okay, immerhin. Gut. 44 in das Impulsgewehr ist schon mal richtig gut. So, und jetzt müssen wir mal eben gucken. Da haben wir nicht mehr besonders viel. Was haben wir hier noch? Oh, okay, wir können ein bisschen Munition einkaufen. Denn was sollen wir auch sonst mit dem Altmetall sonst noch machen? Nichts.